Wie sagtest du, war dein Name doch gleich? Vince Clorto, Schlüsselmeister von Gosa. Nach dem, was hier steht, ist sein Name Louis Tully. Er wohnt am Central Park West. Möchten Sie etwas Kaffee, Mr. Tully? Möchte ich? Ja, nehmen Sie etwas. Ja, nehmen Sie etwas. Vince, du hast vorhin gesagt, du wartest auf ein Zeichen. Was ist das für ein Zeichen, auf das du wartest? Gosa, der Reisende. Er wird kommen in einer der vorgewählten Formen. Während der Rektifikation der Vuldronai ist der Reisende als großer, sich bewegender Torp gekommen. Dann, während der dritten Aussöhnung der letzten Mikke-Trex-Bittsteller, wählten sie für ihn eine neue Form. Die eines Riesen-Sokur. Viele Subs und Suls wussten, was es hieß, in den Tiefen des Sokur geröstet zu werden in jenen Tagen. Das kann ich dir sagen. Egon. Entschuldige mich. Irgendetwas ist ganz merkwürdig an diesem Mann. Hören Sie, ich bin ziemlich gut in Vorahnung und ich habe das ganz furchtbare Gefühl, dass etwas ganz Furchtbares mit Ihnen passieren wird. Ich fürchte, dass Sie sterben werden. Ich gehe ran. Hallo? Egon, hier ist Peter. Danke, ich habe schon. Ich habe ein paar Neuigkeiten aus der Welt von Gosa. Und wie lauten die, Peter? Ich bin hier bei Dana Barrett. Es scheint so, als ob Gosi sich an meine Möchtegern-Freundin rangemacht hat. Wie geht es ihr? Ich würde sagen, wir können ihr einen Gastauftritt in der Serie Königreich der Tiere verschaffen. Ich habe ihr gerade 300 Kubikzentimeter Thorazin eingetrichtert. Sie wird jetzt ein kleines Nickerchen machen. Aber, sie sagt, sie wäre der Torwächter. Kannst du damit irgendwas anfangen? Etwas. Ich habe gerade den Schlüsselmeister kennengelernt. Er ist jetzt hier bei mir. Oh, wunderbar. Wir sollten die beiden auf alle Fälle verkuppeln. Ich glaube, dass das außerordentlich gefährlich wäre. Okay, dann halt ihn fest. Ich bin so schnell wie möglich da. Gut. Danke dir, Vince. Wir müssen unbedingt Ray finden. Ich brauche ihn hier unverzüglich. Miese Nachrichten, Schätzchen. Leider muss ich zur Arbeit. Hey, du bleibst hier im Bett, bis ich zurück bin, okay? Hey, Ray. Glaubst du an Gott? Bin ihm nie begegnet. Aber ich tue es. Und ich liebe den Stil von Jesus, weißt du? Dieses komische Dach ist aus einer Magnesium-Wolfram-Legierung. Was ist denn da so wahnsinnig interessant? Das hier sind die Blaupausen von allem verarbeiteten Material aus Dana Barretts Apartmenthaus. Und das sieht wirklich sehr, sehr merkwürdig aus. Hey, Ray. Da fällt mir was aus der Bibel ein über die letzten Tage, wenn die Toten aus ihren Gräbern auferstehen. Mir fällt dabei die Offenbarung 7, Vers 12 ein. Und ich sah, dass es auftat, das sechste Siegel, und siehe, da ward ein großes Erdbeben. Und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack. Und der Mond ward wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Das jüngste Gericht. Das jüngste Gericht. Jede alte Religion hat ihren eigenen Mythos über das Ende der Welt. Mythos? Ray, ist ja eigentlich jene in Sinn gekommen, dass möglicherweise der Grund, warum wir so beschäftigt sind, der sein könnte, dass die Toten sich aus den Gräbern erhoben haben? Wie wär's mit etwas Musik? Tja. Ja. Thank you.